Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes und der Wiener Walzerkönig Die neuen Abenteuer. Gelesen von Christoph Hackenberg. Im Sommer 1885 erhielten Holmes und ich überraschenden Besuch in der Baker Street. Es war bereits früher Nachmittag, als uns Mrs. Hudson einen Gast aus Österreich ankündigte. Offenbar eine Art Musikant, wie sie meinte. Wir ließen bitten, und eine Minute später stand ein adrett gekleideter Herr im Frack, vielleicht fünfzig Jahre alt, vor uns. Ein markanter Oberlippenbart, dessen Spitzen leicht nach oben gezwirbelt waren, kombiniert mit einem Spitzbart am Kinn, hätte den Anschein erwecken können, wir hätten es mit einem Angehörigen der deutschen Aristokratie zu tun, die zu jener Zeit recht häufig diese Mode pflegte. Doch unser Besucher erwies sich als durchaus bürgerlich. Meine Herren, begann der Mann in gut verständlichem, aber schleppend und etwas nasal vorgetragenem Englisch, wenn es konveniert, so möchte ich einen wichtigen Auftrag an Sie herantragen. Holmes reagierte reserviert, meinte aber, »Fahren Sie nun fort, Mister... Ja, mit wem haben wir denn die Ehre, wenn wir fragen dürfen?« »Pardon«, entgegnete der Herr, »ich vergaß, mich vorzustellen. Sie müssen verstehen, ich stehe ein wenig unter Stress, wie Sie hierzulande zu sagen pflegen. Mein Name ist Eduard Strauß, ich bin Kapellmeister des Strauß-Orchesters zu Wien sowie kaiserlich und königlicher Hofballmusikdirektor.« Sofort ging Holmes auf unseren Gast zu und reichte ihm die Hand. Nun, Herr Strauß, sagte er lächelnd. Das ist in der Tat eine große Ehre. Und die Ehre ist ganz meinerseits, erwiderte der Kapellmeister. Es freut mich, dass Sie mich empfangen, Mr. Holmes. Mit einem Kopfnicken in meine Richtung ergänzte er. Das gilt natürlich auch für Sie, Dr. Watson. Ich war doch ein wenig überrascht und gleichermaßen geschmeichelt, dass unsere Bekanntheit offenbar bis nach Mitteleuropa reichte und dass auch ich an Holmes Ruhm partizipierte. Holmes bot Mr. Strauß einen Platz am Tisch an und beide setzten sich. Uns ist natürlich bekannt, begann mein Freund dass Sie sich gegenwärtig auf Konzertreise befinden und morgen einen großen Auftritt in der St. James Hall haben, selbstverständlich in Begleitung Ihres Bruders Johann. Allerdings, bestätigte Eduard Strauß leicht nervös, wobei die Begleitung denn doch mehr eine Leitung ist, ich spiele in Bezug auf das große Werk meines älteren Bruders im wahrsten Sinne des Wortes nur die zweite Geige. Als er das letzte Wort ausgesprochen hatte, entdeckte er Holmes Violine, die neben dem Notenständer abgelegt war. Sie spielen auch, Mr. Holmes? fragte er. Holmes nickte. Im Vergleich zu Ihrer Familie bin ich natürlich nur ein Amateur, antwortete er in aller Bescheidenheit, obwohl sein Spiel durchaus von hoher Qualität war, wie ich oft genug bezeugen durfte. Darf ich das Instrument einmal sehen? setzte strauß fort gewiß meinte holmes er stand auf holte geige und bogen und überreichte beides unserem gast nur zu strauß betrachtete die violine eingehend eine stradivari bemerkenswerte arbeit dann stand er auf legte geige und bogen an und spielte ein paar takte als er absetzte wiederholte er ein bemerkenswertes Instrument. Eine bemerkenswerte Komposition, entgegnete Holmes. Ein Walzer ihres Bruders, Wiener Blut, wenn ich mich nicht irre. Und ganz recht, bestätigte Strauß und gab Holmes die Violine zurück. Zu unserer Überraschung legte nun dieser die Geige an und begann seinerseits zu spielen. Ein Stück, das mir selbst unbekannt war, während Strauß sichtlich gerührt war als holmes sein spiel beendet hatte applaudierte strauss ausgezeichnet mr holmes rief er sie sind ihrer geige würdig auch als amateur wie sie es nennen können sie wohl jederzeit in meinem orchester mitwirken noch dazu handelt es sich um eine meiner kompositionen vielen dank der hypothesenwalzer erklärte holmes in meine richtung Na, natürlich entgegnete ich schnell Während Holmes die Violine wieder an ihren Platz zurückbrachte, meinte er Nun gut, Mister Strauß, Sie sind ja bestimmt nicht hierher gekommen, um meine Stradivari zu begutachten. Wie können wir Ihnen denn behilflich sein? Der Kapellmeister setzte sich wieder und atmete tief durch. Dann begann er Wie Sie bereits korrekt erwähnten, soll morgen unser großes Konzert in der St. James Hall stattfinden. Der Abend ist natürlich längst bis auf den letzten Platz ausverkauft, nur ist es leider so, dass die Durchführung der Veranstaltung momentan ernstlich in Frage steht. Wie dieses? fragte Holmes. Nun, entgegnete Strauß, mein Bruder sieht sich außerstande, das Konzert zu absolvieren. Freilich, ich leite das Orchester schon seit Jahren, seit dem Tod unseres Bruders Josef üblicherweise selbst also ginge es auch ohne ihn doch natürlich ist Johanns Mitwirkung am Dirigentenpult und mit der Violine die eigentliche Attraktion unserer Konzertreise Sie müssen wissen belehrte mich Holmes dass Johann Strauss kaum noch derart in Erscheinung tritt er hat sich schon länger auf die Komposition von Operetten verlegt da bleibt für Walzer und Polka Abende keine Zeit Ganz recht, bestätigte Eduard. Doch aufgrund bestimmter Umstände sah sich Johann dennoch gezwungen, nochmals eine internationale Konzertreise zu unternehmen. Welche Umstände waren das, wenn ich fragen darf? warf ich ein. Eduard Strauß zögerte einen Moment, dann sagte er Nun, nachdem ich Sie um die Erfüllung eines Auftrages bitten möchte, müssen Sie wohl auch alles erfahren. Es gibt gewisse finanzielle Engpässe, die uns zu dieser Tournee bewogen haben. Ich möchte Sie aber ersuchen, dieses Wissen möglichst diskret zu verwenden. Selbstverständlich, erwiderte Holmes, der keineswegs überrascht wirkte. Kommen wir nun wieder zum Stand der Dinge. Johann möchte oder kann morgen nicht auftreten. Warum? Ist er krank? Ist ihm etwas zugestoßen? Eher Letzteres, gewissermaßen, erklärte Eduard. Mein Bruder wurde in der Nacht auf heute bestohlen. Und nun ist er nicht nur im höchsten Maße beleidigt, sondern auch außerstande, seinen Auftritt zu absolvieren. Eine Absage zu dem bei ausgebuchtem Hause und über 2000 verkauften Karten wäre jedoch unser Ruin. Ich musste lachen um Himmels willen meinte ich dann das wird ihr bruder doch wohl einsehen und sich überwinden können was ist ihm denn abhanden gekommen ein talismans ein frack der taktstock seine konzertgeige antwortete eduard mit ernster miene und das ist so wichtig fragte ich ein wenig ungläubig das ist es, zumindest für Johann, bestätigte Eduard seufzend. Es handelt sich um eine Amati-Violine aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in Cremona gefertigt. Ein Meisterstück, einzigartig. Höchste Holzqualität, eine geheime, weiche Lackierung, leicht erhöhte Wölbung und Spannung, dadurch ein unerreichtes Tonvolumen. Ohne diese Geige tritt ein Johann Strauß nicht auf. Ich verstehe, meinte Holmes. Somit ist es unbedingt notwendig, das Instrument vormorgen Abend wieder zu beschaffen. Andernfalls gäbe es erhebliche Konsequenzen. Nun gut, Mr. Strauss, wir übernehmen den Fall. Eduard stand erleichtert auf. Vielen Dank, Mr. Holmes. Sie sind meine letzte Hoffnung. Der Ermittler der Londoner Polizei, ein gewisser Lestat oder so ähnlich. Lestrade, korrigierte Holmes. Ja, jedenfalls machte er mir einen überforderten Eindruck, setzte Eduard fort. Doch er gab mir selbst den Rat, Sie um Hilfe zu bitten. Inspektor Lestrade ist durchaus ein tüchtiger Ermittler, erklärte Holmes, doch angesichts der Dringlichkeit der Angelegenheit ist die Sache in unseren Händen zweifellos besser aufgehoben. Als erstes werden wir mit Ihrem Bruder sprechen müssen, Mr. Strauss. Wo können wir ihn gegenwärtig finden? Er ist noch im Konzerthaus, antwortete Eduard, wo er heute Morgen den Verlust der Violine bemerkt hat. Seither wankt er zwischen lethargischer Niedergeschlagenheit und aufbrausendem Zorn. Meine Kutsche wartet unten auf der Straße. Wir können uns auf den Weg machen, sobald Sie bereit dazu sind. Nur wenige Minuten später saßen wir in dem äußerst komfortablen Wagen, den der Konzertveranstalter Chappell Company den Strauss-Brüdern für den London-Aufenthalt zur Verfügung gestellt hatte. St. James Hall, unsere Zieldestination, befand sich in Westminster in der Regent Street mit einem zweiten Portal Richtung Piccadilly. Nach Anfangsschwierigkeiten hatte sich das prächtige Gebäude, außen neogotisch, innen kurioserweise zum Teil arabisch-andalusisch anmutend, in den letzten beiden Jahrzehnten als eine der wichtigsten Konzertbühnen Englands etabliert, wobei das Programm unterschiedlich ausgestaltet war, Bach, Beethoven und Wagner wurden regelmäßig intoniert, Dvorak, Grieg und Tchaikovsky gaben sich und dem Publikum persönlich am Dirigentenpult und am Konzertflügel die Ehre und Charles Dickens las hier nur wenige Tage vor seiner finalen Herzattacke aus seinen Werken. Der Wiener Walzer und Operettenkönig Johann Strauss passte tadellos ins bunte Treiben dieses Hauses. Als wir in der Regent Street ankamen, war Eduards Nervosität sichtlich gestiegen. Es war gewiss nicht leicht für ihn, im Schatten und in der Abhängigkeit seines übermächtigen großen Bruders die Verantwortung zu tragen, umso mehr, als nun ein Krisenfall eingetreten war. Holmes bemerkte die Anspannung bei der Ankunft und meinte: Keine Sorge, Mr. Strauß, wir werden die Angelegenheit rasch zu einem positiven Ende bringen. Darauf können Sie sich verlassen. Obgleich es Holmes selten an Selbstbewusstsein mangelte, erschien mir dieser Optimismus doch ein wenig voreilig. Eduard brachte uns direkt zur Künstlergarderobe seines Bruders, wo dieser immer noch ausharrte. Er hatte es abgelehnt, ins Hotel zurückzukehren, bevor nicht signifikante Fortschritte bei der Wiederbeschaffung des verlorenen Instruments zu attestieren waren. Als wir eintraten, sah uns Johann Strauß scharf an. Sie sind also diese britischen Meisterdetektive? fragte er in etwas holprigem Englisch und legte die Stirn in Falten. Johann war äußerlich fast ein älteres Abbild seines Bruders, sein Oberlippenbart war entsprechend buschiger, der zusätzliche Backenbart offenbar gefärbt, weil bei einem Alter von rund 60 Jahren schon einigermaßen ergraut. Innerlich schien er wesentlich bestimmter, aber dafür verschlossener als Eduard zu sein. Holmes trat einen Schritt vor und hielt dem Walzerkönig die ausgestreckte Hand hin. Guten Tag, Herr Strauß, begann er auf Deutsch wechselte dann aber wieder in unsere Muttersprache. Mein Name ist Sherlock Holmes. Mein Kompagnon ist Dr. John Watson. Ihr Bruder hat uns engagiert, um Ihr kleines Problem zu lösen. Ohne Holmes Hand zu ergreifen, begann Johann im Raum auf und ab zu gehen und dabei heftig zu gestikulieren. Kleines Problem, ein großes Problem, monströses geradezu, Katastrophe, Untergang, Apokalypse. Ihr Bruder hat wohl ein Fabel für Übertreibungen, flüsterte ich Eduard zu, was dieser mit einem gequälten Lächeln quittierte. Holmes zog seine Hand zurück und meinte Wir sind uns durchaus bewusst, dass Ihre Amati-Geige von immenser Bedeutung ist, doch sind wir zuversichtlich, sie wieder beschaffen zu können? Das ist auch unerlässlich, rief Johann. Ich kann nicht ohne sie auftreten. Oder könnte ihr Doktor Watson ohne Skalpell operieren? Können sie ermitteln, ohne, ohne, na, was auch immer sie dafür brauchen? Holmes tippte sich lächelnd an die Schläfe. Mein Verstand ist zumeist ausreichend, und den habe ich immer dabei. Schön für Sie, Mr. Holmes, attestierte Johann ungeduldig. Nachdem die Zeit etwas pressiert, wollen wir keine weitere verlieren. Er wandte sich an Eduard und meinte: Danke, du kannst gehen. Zu meiner Verwunderung verließ uns der jüngere Straußbruder tatsächlich sofort mit einem kurzen Kopfnicken und schloss die Tür zur Garderobe von außen. Nun zur Sache, meine Herren, begann Johann, als wir alleine waren. Die vorliegende Tat ist ein gemeiner Angriff auf meine künstlerische Integrität. Ein Harpunenschuss ins Herz meines Genies. Man will mir persönlich Schaden zufügen. Ist es nicht zumindest ebenso wahrscheinlich, vermutete ich, dass der Dieb den Wert der Violine erkannte und sie lediglich zu Geld machen will. Johann zog eine Augenbraue nach oben und meinte: Ich hoffe, Sie sind ein guter Arzt, Dr. Watson, denn als Detektiv ist er mir stets eine große Hilfe. Unterbrach ihn Holmes. Nun, Mr. Strauss, warum sind Sie sich denn so sicher, dass es sich um eine Tat aus persönlicher Missgunst handelt? Wurden Sie bedroht? Die Neider sind überall, rief Johann. Jeder Jahrmarkt- und Straßenmusikant glaubt, mit mir konkurrieren zu müssen. Aber das ist natürlich unmöglich lächerlich. Deswegen greifen diese Dilettanten zur Sabotage. Ich bin ja umzingelt von ahnungslosen und untalentierten Kleingeistern und Idioten. Dank meiner Fähigkeiten als guter Arzt konnte ich bereits in diesem Moment psychopathologische Selbstüberschätzung und Paranoia feststellen. Doch einstweilen behielt ich meine Diagnose für mich. Holmes seinerseits behielt die Fassung. Nun, immerhin ist es einem dieser Idioten gelungen, diesen Diebstahl zu begehen. Zumindest ein gewisses kriminelles Talent dürfte denn doch vorliegen. Johans Kopf nahm rote Farbe an. Das ist nicht lustig, Mr Holmes, lache ich, etwa. Mein Lebenswerk, meine historische Hinterlassenschaft steht auf dem Spiel. Holmes ging nicht darauf ein, sondern fragte: Haben Sie einen konkreten Verdacht oder vielleicht sogar einen Hinweis auf den Täter? Einen Hinweis? Wiederholte Johann und lachte kurz auf. Viel besser, ich habe ein Bekennerschreiben. Ein Bekenner schreiben? wiederholte nun Holmes überrascht. Davon hat uns Eduard nichts gesagt? Natürlich nicht, entgegnete Johann, weil er nichts davon weiß, vorsichtshalber. Es sei denn, er ist selbst der Verfasser und somit der Dieb. Sie verdächtigen Ihren eigenen Bruder? warf ich ein. Ich verdächtige jeden, antwortete Johann. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Dann nahm er ein Blatt Papier aus seiner Hemdtasche und überreichte es Holmes. Diesen Zettel habe ich im leeren Geigenkasten gefunden, erklärte er. Während ich mich neben ihn stellte, faltete Holmes das Papier auseinander. Es standen nur drei Worte in Blockbuchstaben darauf, und die waren lateinisch. Superbientum, animum, Posternet, las Holmes. Sehen Sie, triumphierte Johann. Was für ein Dummkopf! Wie meinen Sie das? fragte ich, unvorsichtigerweise, wie sich herausstellen sollte. Johans Augen funkelten. Hatten Sie denn während Ihres Medizinstudiums kein Latein, Dr. Watson? erwiderte er. Man muss in England doch studieren, um als Arzt zu praktizieren, oder? Ehe ich reagieren konnte, deutete Holmes auf das zweite Wort. Hier ist ein Fehler. Es muss Animus heißen, nicht Animum. Eben, knurrte Johann. Wie ich schon sagte, ein Idiot. Ich wandte mich an Holmes. Und was sagt uns das? Ich weiß noch nicht, antwortete Holmes, was der Fehler zu bedeuten hat. Oder ob er überhaupt etwas bedeutet. Aber das Sprichwort ist eine Ermahnung und meint so viel wie Hochmut kommt vor dem Fall. Johann fühlte sich offensichtlich nicht betroffen und hob verständnislos die Schultern, während ich mir ein gewisses Lächeln nicht verkneifen konnte. Und was wollen Sie nun tun? fragte Johann ungeduldig. Sie müssen doch etwas unternehmen. Gewiss, erwiderte Holmes wenn sie gestatten werden wir nun unsere ermittlungen aufnehmen obgleich wir das genau genommen ohne dies bereits getan haben johann war dies noch nicht erklärung genug was bedeutet das unsere methode begann holmes langsam beruht auf beobachtung und analyse befragung und hinterfragung deduktion und kombination der walzerkönig überlegte zwei drei sekunden dann meinte er, Na, meinetwegen, also frisch ans Werk, meine Herren. Hopp, hopp! Wir nahmen es mit Erleichterung auf, dass es der Maestro daraufhin vorzog, auswärtig zu Abend zu essen. An seiner Stelle stand uns wieder Eduard zur Seite, als wir nun endlich den Tatort in Augenschein nehmen konnten. Die Violine war direkt aus Johanns Garderobe verschwunden, wobei der Geigenkasten zurückgelassen worden war, mit der fehlerhaften lateinischen Nachricht, auf die sich Eduard, den wir nun in Kenntnis setzten, auch keinen Reim machen konnte. Der Inhalt der Botschaft erscheint mir nicht ganz unberechtigt, meinte ich, während Holmes den Raum Fragment für Fragment untersuchte. Eduard stimmte zu. Johann ist zweifellos kein einfacher Mensch. Aber aus großer Begabung folgt auch große Verantwortung. Man darf ihm sein Gehabe nicht vorwerfen und sollte bei Gott nicht jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen. Und trifft es zu, setzte ich fort, dass er über ein ganzes Heer an Feinden verfügt. Auch wenn er paranoid ist, erwiderte Eduard, so bedeutet das nicht, dass er nicht verfolgt wird. Die Konkurrenz in Wien ist in der Tat erheblich. Es herrscht ein unerbittlicher Kampf um die Krone. Alle paar Wochen entdeckt die Presse einen neuen Schani oder ein neues musikalisches Wunderkind. Wiederholt wurde Johanns Karriere für beendet erklärt. Immer wieder werden ihm von Kritikern die böhmischen oder italienischen Komponisten vorgehalten, die angeblich weniger profan seien. Wüsste ich nicht, was für ein furchtbares Wort dies ist, so müsste man sagen, es herrscht Krieg in der Wiener Szene, und das Publikum delektiert sich bisweilen mehr an den gegenseitigen Hieben als an der Musik. Der martialische Vergleich ließ Holmes aufhorchen. Und Sie, Mister Strauß? fragte er unvermittelt, sind Sie des Königs Schwertträger oder sind Sie Brutus? Eduard lächelte. Ich bin der verlässliche Reichsverweser unserer Dynastie. Mr. Holmes, zwischen meinen Bruder und mich passt kein Blatt Papier. Holmes nickte und widmete sich wieder seinen Untersuchungen. Für einige Minuten herrschte Schweigen im Raum. Dann hielt Holmes inne und wandte sich an uns. Nun gut, meine Herren, begann er. Wir wollen die Fakten festhalten. Es gibt an der Garderobentür keine Spuren eines Einbruches, genauso wenig wie an den Eingängen des Hauses insgesamt. Damit kann ich eine erste Annahme bereits widerlegen. Der Diebstahl fand nicht in der Nacht auf heute statt, sondern erst am Morgen, in der kurzen Zeit zwischen dem Aufsperren der Räumlichkeiten für das Personal und die Musiker und dem Eintreffen Johanns. Nachdem der Geigenkasten zurückgelassen wurde, ist der Dieb mit der sichtbaren Violine in der Hand hier herausspaziert. Daraus schließe ich, dass der Täter einer der Musiker sein muss, denn es war nichts Ungewöhnliches, dass unser Mann mit einem Instrument in der Hand durch die Gänge lief. Eduards Erstaunen war deutlich zu erkennen. Aber das ist ja, begann er zu stottern, das ist ja ungeheuerlich, Mr. Holmes. Wollen Sie etwa sagen, dass ein Mitglied meines eigenen Orchesters für den Diebstahl der Violine meines Bruders verantwortlich ist? Einstweilen rekonstruiere ich bloß die Tat selbst, erklärte Holmes. Es steht außer Zweifel, dass die Tat an sich durch einen Ihrer Musiker begangen wurde. Indessen ist damit noch nichts über den Hintergrund gesagt, es ist offen, ob dies aus eigenem Antrieb oder im Auftrag eines Dritten geschah. Und der Verbleib der Geige ist ebenso offen, wobei ich annehme, dass sie das Konzerthaus nicht verlassen hat. Eduard schüttelte den Kopf. Ich habe eben noch mit dem Orchester geprobt, rief er. Es sind 41 handverlesene Künstler. Und wie viele davon spielen die Geige? fragte Holmes. 15, antwortete Eduard schnell. Wir haben zehn erste Violinen und fünf zweite. Holmes überlegte einen Moment, dann stellte er fest: "Somit haben wir 15 Verdächtige oder 16, Mr. Strauss, wenn wir Sie ebenfalls hinzuzählen wollen." Der angesprochene hob abwehrend die Hände. "Danke, ich verzichte. Aber was wollen wir nun tun? Das ist doch eine beträchtliche Zahl. Wollen Sie etwa alle Geiger befragen? Das könnte sich als zwecklos erweisen", murmelte Holmes, als er ein paar Schritte auf und ab ging. Wir werden die Sache anders angehen müssen, und ich habe da auch schon eine Idee. Sind die Musiker noch auf der Bühne? Das sind sie, bestätigte Eduard. Sie warten auf meine Rückkehr, um die Probe fortzusetzen. Dann wollen wir sie nicht weiter warten lassen, rief Holmes entschlossen und machte sich auf den Weg zur Tür. Doch diese wurde im selben Moment von Johann aufgestoßen, der vom Dinner zurückkam. Sie sind noch immer hier? fragte er. Ihre Ermittlungen verlaufen ja im Schneckentempo. Sie haben noch nicht einmal den Ausgangspunkt verlassen. Mein Verstand ist, wo ich bin, erwiderte Holmes lächelnd. Und ist Ihr Verstand, meinte Johann Süffisant, schon zu neuen Erkenntnissen gelangt? Das ist er, warf Eduard ein. Es gibt einen Verdacht und Verdächtige. Erstmals erhellte sich Johanns Miene ein wenig. Stimmt das, Mr. Holmes? fragte er, immer noch misstrauisch. Holmes nickte. Leider muss ich Ihnen mitteilen, Mr. Strauß, dass die Tat von einem Mitglied des Orchesters begangen wurde. Ich wusste es, rief Johann sofort. Eine Schlangenbrut habe ich an meinem Busen genährt, ließ sie teilhaben an meinem Glanz, speisen an meiner Tafel, profitieren von meiner Genialität. Und wie danken es mir diese talentlosen Gauner mit einem ruchlosen Dolchstoß in den Rücken ihres Förderers und Meisters. Es bricht mir das Herz. Doch ich muss es wissen. Wer war es? Das können wir noch nicht sagen, erklärte Holmes. Wir konnten den Kreis auf 15 Personen eingrenzen. Nun gilt es, den Täter herauszufiltern und zu überführen. Der Walzerkönig war weiter nicht zu stoppen. Das wird ja kein Problem sein. Wir veranstalten eine Inquisition. Zweifellos wird der Täter unter der Folter zusammenbrechen und gestehen. Wir brauchen Feuer, Wasser, Zangen und Messer. Ihre archaischen, eifrigen Methoden in Ehren, unterbrach ihn Holmes, aber ich dachte doch an eine etwas subtilere Vorgehensweise, die zudem die physische Unversehrtheit der vierzehn Unschuldigen garantiert und somit gesetzeskonform ist. Ich garantiere Ihnen, dass wir auf meine Weise zum gewünschten Erfolg kommen werden, ganz ohne Feuer und Blut und dergleichen. Johann schien ein wenig enttäuscht zu sein, willigte aber ein. Einetwegen probieren wir es auf Ihre Weise, aber wenn Sie scheitern, dann haben Geduld und Gnade ihr Ende. Holmes wies Eduard an, die Mitglieder des Orchesters zu trennen. Die 15 Geigenspieler verblieben im Konzertsaal und nahmen in der ersten Sitzreihe des Parketts Platz. Die restlichen 26 Musiker, vom Flötisten bis zum Schlagwerker, schickten wir ins Hotel. So dann betrat Holmes die Bühne, während die Straußbrüder, der hinzugerufene Inspektor Lestrade, sowie meine Wenigkeit, neben den Violinisten Aufstellung genommen hatten. Holmes blickte in die Gesichter der Verdächtigen. Niemand ließ sich etwas anmerken. »Guten Abend, meine Herren«, begann Holmes. Ich bedanke mich für Ihre Anwesenheit und Ihre Geduld. Wir sind hier, um ein Verbrechen aufzuklären, und der Täter befindet sich unter uns. Doch gehen wir der Reihe nach vor. Heute Morgen kam es in diesem Haus zu einem Diebstahl, der zunächst unbemerkt blieb. Aus der Garderobe des Maestros, des geschätzten Herrn Johann Strauß II., wurde dessen Konzertvioline entwendet. Es handelt sich dabei um ein wertvolles, makelloses Instrument aus der Werkstatt der Familie Amati aus Cremona, aber das wissen Sie alle. Noch bevor Mr. Strauß hier im Konzerthaus erschien, wurde die Tat begangen. Sie erregte deshalb keinerlei Aufsehen unter den anderen Anwesenden, weil nichts Besonderes dabei ist, wenn ein Violinist mit einer Geige umherläuft. Der Täter musste lediglich darauf achten, beim Eintreten in die Garderobe und beim Verlassen derselben nicht beobachtet zu werden, was in den Morgenstunden bei ein wenig Vorsicht ein leichtes war. Der Täter hinterließ dem Maestro eine schriftliche Nachricht im leeren Geigenkasten. Auf diesem Stück Papier standen lediglich drei Worte in lateinischer Sprache. Hochmut kommt vor dem Fall, lautete die Botschaft an Johann Strauß. Eine Bemerkung, die inhaltlich keinerlei Hinweise ergibt, da sich damit wohl alle von Ihnen identifizieren können. Verzeihen Sie, Mister Strauß. Doch erwähnenswert ist, dass der Täter im Lateinunterricht nicht gerade ein Musterschüler gewesen sein dürfte, denn er machte einen Anfängerfehler, indem er nominativ und akkusativ verwechselte. Nehmen Sie es mir nicht übel, meine Herren, aber ein derartiger Grammatikfehler innerhalb von nur drei Worten ist doch einigermaßen unwürdig. Ich war mir sicher, der Täter müsste noch die Grundschule besuchen oder aber ein gut trainierter Schimpanse sein. Gelächter unterbrach Holmes Ausführungen. Die Violinisten amüsierten sich großteils prächtig über diesen Scherz. Daraufhin sprang Holmes von der Bühne und ging auf die erste Sitzreihe zu. Nacheinander deutete er mit dem Finger auf sieben Musiker und verkündete, Sie können gehen. Zögerlich standen die ausgewählten Männer auf und verließen den Saal, nachdem ihnen Lestrade die Tür aufgesperrt hatte. Zurück blieben acht Verdächtige. Was machen Sie denn da? flüsterte ich Holmes zu. Holmes neigte seinen Kopf zu meinem rechten Ohr und sagte leise Diese sieben Männer haben über das fehlerhafte Latein und meinen billigen Scherz mit dem Affen gelacht, daher scheiden Sie als Täter aus, Sie haben die Nachricht nicht geschrieben. Dann wandte sich Holmes wieder an die verbliebenen Violinisten. Meine Herren, ich muss Sie bitten, noch ein wenig länger auszuharren, bessere Lateinkenntnisse hätten ihnen das erspart. Doch genug davon. Kommen wir wieder zum Diebstahl der Amati-Geige. Der Täter ist also seelenruhig mit der Violine des Maestros aus dessen Garderobe gegangen. Allerdings musste er pünktlich zum Probenbeginn mit Eduard Strauß hier im Saal erscheinen. Daher hat die Geige das Gebäude nicht verlassen. Der Täter hatte nicht viel Zeit, um unterwegs zwischen Dirigentengarderobe und Bühne die Geige zu verstecken. Es besteht kein Zweifel, dass wir sie finden werden. Doch einfacher wäre es, wenn uns der Täter einfach sagen würde, wo sie ist. Und dazu wird er bald Gelegenheit erhalten. Denn ebenso wenig besteht ein Zweifel, dass wir den Täter überführen werden. Hier sitzen noch acht Violinisten des Straußorchesters und einer davon, einer von Ihnen, meine Herren, hat den Diebstahl durchgeführt. Daher möchte ich mich jetzt direkt an den Täter wenden. Geben Sie auf. Tun Sie uns allen einen Gefallen und beenden Sie die Sache. Ich möchte Sie höflich bitten, sich nun einfach zu melden und per Handheben zu erkennen zu geben. Zeigen Sie einfach auf. Holmes wartete einige Sekunden, doch niemand meldete sich. Tja, einen Versuch war's wert, flüsterte ich Holmes zu. Haben Sie tatsächlich erwartet, dass sich der Täter stellt? Nein, antwortete Holmes, ich habe erwartet, dass sich der Täter verrät. Dann trat er auf den dritten Mann von links zu und sprach ihn an. Sie haben die Geige gestohlen. Herr Schreivogel, rief Johann aufgebracht, ich werde ihn vierteilen lassen. Der betreffende Violinist schüttelte den Kopf und stammelte Nein, das ist ein Irrtum. Holmes wandte sich rasch an Lestrade und meinte, »Inspektor, verhaften Sie den Mann lieber, bevor Mr. Strauss zur Tat schreitet.« »Holmes«, entgegnete Lestrade, »es liegt mir im Allgemeinen fern, Ihr Urteil in Zweifel zu ziehen, trotzdem wüsste ich gern, inwiefern dieser Mann der Tat überführt ist.« »Ganz einfach«, behauptete Holmes lächelnd, »als ich darum bat, der Täter möge sich per Handzeichen zu erkennen geben,« haben sich alle Violinisten umgesehen, nach links und rechts geblickt, um zu prüfen, ob sich jemand meldet. Nur Herr Schreivogel hier hat dies nicht getan. Er hat unbeirrt mich angestarrt, weil er als Täter natürlich wusste, dass sich der Täter nicht melden würde. Brillant, rief Johann und kam auf Holmes zu. Aber wo ist nun meine Geige? Dann wandte er sich an den Täter. Sprich, Schurke, oder muß ich dir erst Daumenschrauben anlegen? Das wird nicht nötig sein, erklärte Lestrade, zog Schreivogel hoch und führte ihn mit den Armen am Rücken aus dem Saal. Wir haben eine gute Basis für ein umfassendes Geständnis. Mit dieser Vermutung sollte der Inspektor Recht behalten. Noch bevor die beiden das Gebäude verlassen hatten, hatte der Täter das Versteck der Amati-Violine bereits verraten, die Zuschauertoilette im Bereich Parterre vorne links war zwar ein ungebührlicher Aufbewahrungsort, doch wäre dort erst am folgenden Tag wieder Betrieb gewesen, genug Zeit, um die Violine fortzuschaffen. Als Lestrade zurückkam, Schreivogel war inzwischen mit dem Polizeiwagen unterwegs ins Gefängnis, und Johann die Geige überreichte, schien das Konzert gerettet. Mehr noch, der Täter hatte auch einen Hinweis auf den Hintergrund des Verbrechens geliefert. »Mr. strauß fragte Lestrade, »kennen Sie einen Mr. Karl Michael Zierer? Er dürfte der Auftraggeber der Tat gewesen sein.« Johans Gesicht lief rot an. »Ich wusste es«, rief er, »natürlich kenne ich Zierer, mein Todfeind, mein Nemesis, mein Salieri.« wie sich herausstellte, mir war diese Tatsache nicht bekannt gewesen, war besagter Mr. Zierer ein aufsteigender Stern am Wiener Musikhimmel und ein entschiedener Konkurrent der Straußbrüder. Die Aussage Schreivogels genügte freilich nicht, um Zierer vor Gericht zu bringen oder gar irgendetwas Illegales nachzuweisen, doch wurde die gegebene Feindschaft nochmals vertieft. Während Johann hin- und hergerissen war zwischen Erleichterung über die Wiederbeschaffung seiner Violine und dem Zorn über Zierer, wandte sich Holmes an Eduard. »Was meint Ihr Bruder mit »Mein Salieri«?« Eduard lachte. »Das ist eine fixe Idee bei ihm«, erklärte er. Er ist überzeugt, dass Zierer ihn nicht nur in den Ruin, sondern in den Tod treiben möchte, ganz so, wie es Antonio Salieri mit Mozart getan hat. Johann ist der Meinung, fragte Holmes ungläubig, dass Salieri Mozart getötet hat? Und ganz recht, bestätigte Eduard. Holmes schüttelte den Kopf. Welch abwegige Vermutung, stellte er fest, und kriminalistisch gänzlich haltlos, wenn hier etwas vorliegt, dann ruf Mord an Salieri. Am nächsten Morgen saßen Holmes und ich gemütlich beim Frühstück und rekapitulierten den Fall. Wissen Sie, meinte ich, Johann Strauss mag ein bedeutender Komponist von Tanz- und Operettenmusik sein, doch menschlich fällt es mir doch schwer, ihn positiv einzuschätzen. Arroganz und Verfolgungswahn sind einigermaßen unschöne Charaktereigenschaften. Gewiss, entgegnete Holmes. Jedoch lag er mit dem Verdacht, seine Konkurrenz würde ihn sabotieren wollen, einerseits keineswegs falsch, und zum anderen ist es freilich so, dass wir zu Unrecht menschliche Größe in umfassender Perfektion verlangen. Ein großes Talent in einem Bereich kann leicht mit Defiziten in anderen Bereichen einhergehen. Künstlerisches Genie oder wissenschaftliche Brillanz korrelieren sogar oft mit mangelnder gesellschaftlicher, zwischenmenschlicher oder emotionaler Intelligenz. Ich musste lächeln. Da sprechen Sie wohl aus Erfahrung, Holmes, nicht wahr? Doch Holmes sah mich völlig verständnislos an. Wie meinen Sie das, Watson? Das verstehe ich nicht. Eben. Antwortete ich, eben. Holmes schüttelte misstrauisch den Kopf, während ich mich bemühte, dem Gespräch eine Wendung zu geben. Unterm Strich, setzte ich fort, ist kein wirklicher Schaden entstanden. Sie haben ein Verbrechen aufgeklärt, übrigens mit Hilfe eines hervorragenden Tricks, das in seiner letztlichen Substanz kaum der Rede wert ist. Sie hegen doch nicht etwa Sympathien für den Täter? fragte Holmes. Sympathien nicht, sagte ich, aber ich habe Verständnis. Im Orchester dieses Tyrannen wird man wohl leicht empfänglich für die Organisierung eines kleinen Denkzettels. Wohl wahr, meinte Holmes. Doch ist eine Erklärung noch lange keine Entschuldigung. Dennoch müssen Sie sich keine Sorgen machen. Man wird Mr. Schreivogel zurück nach Wien bringen und dort erwartet ihn wohl nur eine geringe Strafe. Seine Karriere wird freilich einen gewissen Knick erleiden, sofern nicht Mister Zierer ihn in seinem Orchester aufnimmt. In diesem Moment klopfte es heftig an der Tür. Nur herein, rief Holmes, und im nächsten Moment stand Eduard Strauß abermals vor uns. Guten Morgen, meine Herren, begann er ohne weitere Umschweife. Es gibt neue Probleme. Das Konzert heute Abend steht auf Messerschneide. Es kann vielleicht nicht stattfinden. Sie sind meine letzte Hoffnung. Was ist denn los? fragte ich. Hat Ihr Bruder schon wieder etwas verloren? Nein, erwiderte Eduard. Das heißt, ja, doch gewissermaßen. Den Geigenbogen womöglich, scherzte ich. Die Lage ist ernst, entgegnete Eduard und blickte dementsprechend drein. Mein Bruder weigert sich aufzutreten. Holmes legte die Stirn in Falten. Warum denn dieses? Nun, antwortete Eduard langsam und sah Holmes eindringlich an. Schreivogel sitzt im Gefängnis. Er war eine unserer zweiten Violinen. Er fehlt uns jetzt. Unser Orchester tritt immer mit zehn ersten und fünf zweiten Geigen auf. Anders geht es für Johann nicht. Ich brauche dringend Ersatz. Ich brauche einen außerordentlichen Geigenspieler. Sofort. Die Generalprobe beginnt in einer Stunde. Und warum erzählen Sie mir das? fragte Holmes, obwohl er die Antwort natürlich bereits erahnen konnte. Am Abend desselben Tages spielte das Strauß Orchester unter Leitung von Johann und Eduard ein vielbeachtetes Konzert in der Londoner James Hall. Ein begeistertes Publikum forderte nicht weniger als acht Zugaben. Die Kritiken in den Zeitungen waren tags darauf voll des Lobes über den fulminanten Auftritt der Gäste aus Wien. Was jedoch niemand wusste war, dass an diesem Abend neben 40 professionellen Musikern aus Österreich auch ein englischer Amateur in diesem Orchester saß und mit seiner Stradivari die zweite Geige spielte.